Hallo, werte Ojimisten, hier ist wieder Maike von der Online Game Masters und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid für den PC. Beim letzten Mal haben wir querfeldein über Stock und Stein Richtungen eingeschlagen, sind jetzt hier mitten in der Wildnis. Es ist 1.20 Uhr morgens, wie man hier sieht, und ich muss dringend zusehen, dass ich wieder in zivile Gegenden komme, denn ich brauche ein Bett, damit diese zwei Perks hier verschwinden. Ausgelaugt und hohe Anstrengung. Moment. Ich habe Reisig gefunden. Moment. Was mir gerade so einfällt ist, Reisig. Kann ich jetzt vielleicht... Immer noch nicht. Toll, ja, die Vitamine habe ich ja schon geschluckt. Holzspeer herstellen. Jo, eins. So. Küchenmesser kommt wieder rein. Reisig kommen rein. Die Äste kommen rein. Der Stein kommt rein. Wasserflasche. Wasserflasche ist voll. Das da, was jetzt hier ist, will mir nicht gefallen. Das sind schon mal die Bahnschienen. Da muss ich nur gucken. Eine Straße. Ich bin mehr oder weniger gerettet. Dass ich dem Weg folge. Möglichst vorsichtig, unauffällig. Vielleicht wird mich das... so, ja, der sicheren bleibe. Ein Haus wäre mir recht, ein Motel wäre mir recht, aber bitte nicht alles voller Zombies. Uiuiui. Ich muss aufpassen, weil ich glaube, die Müdigkeit sorgt dafür, dass ich oder dass der Charakter das sehe ich jetzt, dass der hier die EP-Leiste, wie schnell die mal eben in die Höhe schoss. So. Hier so am Rande. So, und schleichen. Einmal aufgewertet. Leichtfüßig. Weiß ich nicht. Flink weiß ich auch nicht, wie man das jetzt so auf die Schnelle erreicht. Und sprinten, klar, wenn man hier rennt. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, die Zombies, die wollen zu mir. Oh, komm schon. Hier ist eine Straße. Na, großartig. Du kannst kaum gehen. Bleib weg von mir. Extreme Anstrengung, ja. Kämpfen fällt da ebenfalls flach. Wir können vielleicht jetzt nur so einen schnellen Schritt einlegen.
Och komm, ich kenn die Kreuz, ich kenn die Abzweigung hier kurz so. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Ich glaube, wir kommen erst gegen, wenn ich so den Schritt halte, 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens zu einem kleinen Vorort an. Irgendwie sowas. Whatever, whatever, whatever. Auf jeden Fall wimmelt es hier schon von mehr, etwas mehr von Zombies. Und das ist schon mal nicht wirklich witzig. Ein Haus. Aber ich glaube, das sind auch Zombies hinter mir her. Ausruhen vielleicht. Wobei, nee, komm, schlafen. 4 Stunden am besten. So. Ich habe schon mal so weit. Überlebt. Zeitung kommt. Die packe ich ein. Ein Huhn, Aubergine, Karotten, Mais, Tortenstück. Komm. Erstmal ein Stückchen Torte essen. Haben wir uns verdient. Gut, soweit haben wir überlebt. Das ist sehr gut. Gibt es hier einen Laken? Dann kann ich das seine Fenster verdecken. Nee, Streichhölzer, Stift, okay, komm. Und jetzt schlafen wir mal noch mal eine Runde. Oh, Fischen, ne? 0,5 von 75. So, und wir können wieder sprinten. Ah, es ist heiß. Kann ich vielleicht mal sprinten ein bisschen aufwerten? Beziehungsweise. Ah, okay, hier ist wieder. Mich würde interessieren, komme ich hier zu einer guten Wohngegend? Mit ärztlicher Betreuung irgendwie, so dass ich hier, ja, erste Hilfe und so holen kann. Wow! Tot. Sehr schön. Ich habe gerade einen Zombie da drin gesehen.
Was ich nicht gesehen habe, ist, dass da noch ein Zombie ist. Kaum kommt man in eine Wohngegend, ist schon wieder alles hier zombifiziert. Da ist ein Haus mit viel Glück. War ja klar. Nee. Gut, hier sind wieder Wohnsiedlungen. Ein paar Häuser. Mit viel Glück habe ich ein Nachtquartier. Mit viel Pech bin ich geliefert. Ich glaube, ich bin ein Food Market. Rein da. Frischlauch. Oh, frische Sachen. Bananen, Auberginen, Weintrauben. Wassermelone, Tofu, Pfirsich, Mayo, Zucchini. Tiefrü. Wasserflasche erstmal befüllen. Dann was trinken. Dann sollte ich vielleicht was essen. Womp. Was gibt's hier? Chips, Honig, ein Muffin, Orangenlimonade, Salz, Tüte mit Süßigkeiten, Orangenlimonade und Chips. Gut, aber keine Erste-Hilfe-Sachen. Hier hin im Lager. Gut, wenn die da schon mal beschäftigt sind.